Elena Paparizou, die wohl beliebteste Sängerin Griechenlands im Drama. Und alle sind gekommen. So viel Leben hatten wir hier im kühlen Norden Griechenlands gar nicht erwartet. Elenas Stern ging auf, als sie 2004 den Eurovision Song Contest gewinnt. Bürgermeister Kyriakos Harakidis bittet uns auf die Bühne, hoffend, dass etwas vom Glanz des Stars bis nach Deutschland strahle. Über die Wirklichkeit, das eigentliche Drama der Stadt, darüber möchte er aber erst später mit uns reden. An diesem Abend treffen wir auch Agelos Kalias, Chef des Hotelverbandes. Er möchte sofort erzählen, warum in Drama Millionen investiert werden und dann doch nichts passiert. Dafür fahren wir auf den über 2000 Meter hohen Berg Falakro. Hier erwartet uns frischer Schnee pünktlich zu Beginn der Skisaison. Doch der Jeep von Agelos steckt fest und der 38-Jährige ist stinksauer. Denn die Regionalregierung hat nicht etwa geräumt, sondern mit einem Schneeberg auf der Straße das Skigebiet bewusst blockiert. Also marschieren wir bei eises Kälte zu Fuß und stoßen schließlich auf das Falakro-Skizentrum. Kurz davor passieren wir noch einen Hinweis der EU. Sie hat mit 4 Millionen Euro die Liftanlagen subventioniert. Doch das Skizentrum scheint verlassen und ist in erbärmlichem Zustand. Wir fangen an zu verstehen, warum die Straße blockiert wurde. Denn ungefährlich ist es für den Besucher hier nicht. Sie sehen, dass wild durcheinander gebaut worden ist. Skihütte, Restaurant, Imbissbuden. Eigentlich gab es einen genauen Bauplan, der auch bei der EU für weitere Mittel eingereicht worden ist. Am Ende aber hat einfach jeder, der wollte, seine Hütte errichtet. Ohne Genehmigung, aber auch ohne bestraft zu werden. Die für den Aufbau des Skigebiets geschaffene Betreibergesellschaft, erzählt uns Agelos, stellt erst einmal 70 Beschäftigte ein. Dann fließt viel Geld, oft ohne Belege. Und schließlich geht alles trotz der vielen Millionen pleite. Vor 2 Jahren dann hat der Bezirk das Skigebiet alleine übernommen, doch es hat sich nichts geändert. Das Skigebiet ist ein Spielball, der zwischen den Interessengruppen hin und her geworfen wird. Und in diesem Streit sind am Ende wir, die kleinen Unternehmer, die Dummen. Agelos hofft aber weiter, denn er und seine Familie haben rund 1 Million Euro und viel Liebe in ein feines Hotel investiert. Doch Gäste kommen nur in ein modernes Skigebiet. Man muss schon ein Held sein, um in Drama eine Perspektive zu finden. Der Traum, mit eigenem Geschäft unabhängig zu leben, dieser Traum ist ausgeträumt. Denn wer ehrlich Steuern zahlt und Wettbewerb erlebt, der ist schnell am Ende. Und die örtlichen Politiker, sie haben trotz der Ressourcen in Drama und trotz motivierter junger Menschen nichts getan. Industrie, Arbeitsplätze, Fehlanzeige. Kyriakos Harakidis, der Bürgermeister, empfängt uns auf dem Gelände eines der modernsten Holzbetriebe Europas. Hier werden Pfosten für die Strom- und Telefonleitungen dieser Welt produziert. Millionenfach. Das Unternehmen hat seinen Besitzer, den Bürgermeister, wohlhabend gemacht. Doch ist der Absatz eingebrochen, vor allem wegen kriselnder Kunden wie dem griechischen Staat. Und die Banken weigern sich, Geld zu geben. Die fehlenden Mittel für Unternehmen sind das größte Problem, so Harakidis. Alle verbliebenen Betriebe werden ohne frisches Kapital das nächste Jahr nicht überleben. Wenn keine Beschäftigungsmaßnahmen kommen, wird es in 2 Jahren wohl keinen einzigen Arbeitenden mehr in der Privatwirtschaft geben. Harakidis führt bereits Gespräche mit russischen Käufern. Vielleicht werden die dann von dem ungeheuren Waldreichtum Dramas profitieren. Als Bürgermeister arbeitet Harakidis in diesem fast unwirklich modernen Gebäude. Sein Arbeitszimmer? Es ist das luxuriöse Erbe seines Vorgängers. Und auch sonst erscheint das Rathaus wie eine Trutzburg der Beamten.
Von Athen beschlossene Stellenkürzungen werden konsequent bekämpft. Die hätten doch keine Ahnung. Sein ohne Plan, heißt es. Eigentlich sei man überlastet, bräuchte zusätzliche Kollegen. Kyriakos Harakidis, von den Sozialdemokraten unterstützt, weiß aber, dass die öffentliche Verwaltung schrumpfen muss. Nur will er als Bürgermeister dann und auch in Wirtschaftsfragen mitentscheiden. Es gibt ja Wachstumspläne für Drama, doch die wurden niemals umgesetzt. Denn entschieden wird bestenfalls auf Bezirksebene, aber meistens, und das ist dann der schlimmste Fall, entscheidet nur der Staat. Die Tatenlosigkeit in Drama, sie hat auch Familie Sefergi ruiniert. In immer wieder neuen Jobs und auch mal als Geschäftsinhaber haben sie sich durchgeschlagen, jahrelang. Aber das funktioniert nicht mehr. Beide sind nun schon über 2 Jahre arbeitslos, also ohne Krankenversicherung, ohne Arbeitslosengeld, ohne Fortbildung. Bessere Zeiten, die kommen wohl nicht mehr. Ich habe inzwischen in sicher 15 Gelegenheitsjobs gearbeitet, so Yorgos. Natürlich fast immer schwarz, doch nun finde ich einfach gar keine Arbeit mehr. Ich glaube nicht, dass der Staat auch nur irgendetwas verbessern kann. Die sind doch komplett unorganisiert. Und es wird nur schlechter. Die müssen sich doch endlich mal zusammenreißen. Auf dem Weihnachtsmarkt bemalt Maria Kindergesichter im Auftrag des Arbeitsamtes. Geld sollte es dafür geben, doch das Ministerium zahlt einfach nicht. Das Leben in Drama, es bleibt wohl ein solches. Ein Drama für Menschen, die etwas bewegen wollen und doch nicht vorankommen.